Tag der Wahrheit an den Finanzmärkten. Mehrere Notenbanken haben ihre Zinsentscheidungen bekannt gegeben. Und die deuten weiter nach oben. So ist die Europäische Zentralbank der Entscheidung der US-Notenbanker gefolgt und hat ihre Zinsen ebenfalls um einen halben Prozentpunkt erhöht. Interest rates, we still have to rise. Die Zinsen müssen weiter konstant und stark ansteigen. Nur dann werden wir die Inflation zeitnah auf unser mittelfristiges Ziel von 2% drücken. Eine restriktive Zinspolitik senkt die Nachfrage und reduziert die Inflation. So einig sich Europäer und die USA bei der Erhöhung der Leitzinsen derzeit sind, so unterschiedlich ist das Zinsniveau. Liegt es in den USA bei über 4%, so sind es im Euroraum 2,5%. Die Schweiz liegt mit einem Zinssatz von 1% noch weit darunter. Die Erhöhung der Zinsen soll zwar langfristig die Inflation eindämmen, kurzfristig könnte sie aber die Wirtschaft und Verbraucher weiter belasten. Die Aktienmärkte haben bereits reagiert, dort haben sich viele Anleger von ihren Investitionen getrennt.